Hallo zusammen. Heute hat mir die Post ein Paket gebracht. Ich habe es ja auch bestellt. Und heute ist es eben nur gekommen. Und ratet mal, was da drin ist. Schwierig zu sagen, es ist nämlich gar kein Aufdruck drauf. Es ist ein Reifendruckkontrollsystem. Ich habe auch lange, lange überlegt, ob sowas überhaupt Sinn macht. Aber habt ihr schon mal Bilder gesehen von Wohnmobilen, bei denen ein Reifen geplatzt ist und den Schaden, der dadurch entstanden ist? Bevor man anhalten kann, passiert ja Folgendes. Der Luftdruck nimmt ab im Reifen. Man bekommt das vielleicht mit, wenn das Fahrzeug sein Verhalten verändert, aber man steht noch nicht. Und dann löst sich die Decke vom Reifen und wird mehrfach, bevor man zum Stehen kommt, rumgeschleudert um die Achse. Und da sind derartig große Kräfte im Spiel, die zerschlagen alles. Die machen den ganzen Radkasten kaputt, aber eben auch das, was dahinter ist. Und das ist bei jedem Wohnmobil natürlich anders. Bei uns wäre das hier die Sitzbank, bei anderen Wohnmobilen vielleicht Schränke, die Toilette oder die Dusche. Das sind Schäden, die gehen in mehrere tausend Euro Höhe. Und nach ein wenig hin und her überlegen, sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, uns so ein Reifendruckkontrollsystem anzuschaffen. Heute ist es gekommen. Und wir machen es jetzt mal auf und gucken, was da drin ist. Eigentlich ganz einfach. Da befindet sich ganz vorne erst einmal ein Display. Das braucht man natürlich, man muss ja wissen, was los ist. Und es sind vier Reifendrucksensoren zu sehen. Es gibt verschiedene dieser Systeme für 6 Reifen, für 10 Reifen, für 20 Reifen. Also für Motorräder, für PKWs, für Wohnmobile, für Lastkraftwagen, für alle Fahrzeuge kann man das bekommen. Die Firma heißt Tyremoni. Gibt es bestimmt auch von anderen Firmen. Ja, jetzt gucken wir mal, was noch drin ist. Also, Nummer 1. Dieses Display befestigt man an der Frontscheibe und dazu braucht es natürlich einen Arm und einen Saughalter. Das Ganze kann man mit Batterien oder mit Kabel betreiben. Beides ist mitgeliefert. Ich werde das wohl erstmal mit Batterien ausprobieren, damit auf dem Armaturenbrett nicht so viele Kabel rumliegen. Wenn das dann irgendwie vielleicht doch nicht gut gehen sollte, weil die Batterie immer zu schnell leer ist, dann kann man das ja immer noch mal umstellen. So, und für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen wird ein sogenannter Booster empfohlen. Ich weiß nicht, was das mit dem Gewicht zu tun haben soll. Vielleicht geht man davon aus, dass Fahrzeuge, die schwerer als 3,5 Tonnen sind, dass die auch länger sind und dass deswegen der Abstand vielleicht von den Hinterrädern dann zu der Anzeige zu lang ist, damit und das Signal vielleicht nicht sicher übertragen wird. Also hier gibt es jetzt einen Booster dazu, der wahrscheinlich dann das Signal von den Rädern empfängt, verstärkt und zu der Anzeige sendet. Kann man auch mit Kabel betreiben oder mit Batterie. Alles ist mitgeliefert, auch Halterungen. Genau. Und dann gibt es eine weitere Besonderheit, die Sicherung, die Sensoren werden noch einmal gesondert gesichert, damit sie nicht geklaut werden können. Man kann ja alles klauen, aber vielleicht auch, damit man sie während der Fahrt nicht verliert. Da gibt es solche Sicherungsringe und so einen kleinen Schlüssel noch dazu. Mitgeliefert ist eine Bedienungsanleitung. Die ist einmal in Langform und einmal in Kurzform. Die Kurzform habe ich mir schon angeschaut, ist sehr übersichtlich mit Bildern. Also ich denke nicht, dass das ein großes Problem wird. Man geht jetzt eigentlich folgendermaßen vor. Der erste Schritt ist, dass hier überall die Batterien eingelegt werden. Der zweite Schritt ist, dass man alles miteinander koppelt. Das ist super beschrieben.
Also man muss das Display mit dem Booster koppeln und dann noch mit den Sensoren. Wenn das geschehen ist, dann werden die Sensoren an den Rädern montiert. Dazu braucht man keine Werkstatt, das kann jeder selber machen. Und danach wird noch das Display an der Frontscheibe befestigt. Alles in allem vielleicht ein Aufwand von, wenn alles gut läuft, in einer halben Stunde ist alles geschehen. Das werden wir jetzt machen. Ich werde jetzt erstmal alles schön mit Batterien versorgen und koppeln. Und danach gehen wir raus und montieren das erste Ventil. Das zeige ich euch gleich. So, ich bin jetzt hier am linken Hinterrad und da werden wir den ersten Drucksensor montieren. Das ist ja dann die Nummer 3. Der erste Schritt der Montage ist, dass wir erst einmal die Abdeckkappe von dem Ventil entfernen. Der zweite Schritt ist dann, dass der Sensor aufgesetzt wird. Allerdings gibt es da noch einen Sicherungsring, der kommt unter den Sensor und rastet hier schön ein. Und das Ganze soll dann verhindern, dass der Sensor entweder während der Fahrt verloren geht oder geklaut werden kann. Beides wird aufgeschraubt. Man zieht dann den Sicherungsring wieder ein bisschen zurück, so bis der einrastet. Jetzt ist das der Fall. Und danach kann man dieses Schräubchen erstmal mit der Hand ein bisschen anziehen und dann mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel festziehen. Achtung! Nachfest kommt lose, das heißt nicht zu sehr. Wunderbar, das war's schon. Damit ist das erste Ventil schon montiert. Naja, ihr seht ja schon, die Einrichtung war zum Schluss dann doch nicht ganz so einfach. Ich habe die ganze Zeit versucht, die Sensoren mit der Anzeige zu koppeln und das wollte einfach nicht funktionieren. Ich habe dann rein zufällig herausgefunden, dass man die Sensoren zuerst auf die Ventile an den Reifen aufschrauben muss und erst dann mit der Anzeige koppeln kann. So stand das aber nirgendwo in der Anleitung. Als ich es dann aber in der richtigen Reihenfolge gemacht hatte, war alles in 5 Minuten erledigt. In dem Moment, wo man das Fahrzeug startet, verbindet sich das Display mit den einzelnen Sensoren und zeigt dann immer den aktuellen Luftdruck im Reifen an. Ich habe Ober- und Untergrenze definiert bei 3,5 bzw. 5,5 Bar. Und wenn diese Grenzen überschritten oder unterschritten werden, dann gibt es ein Alarmsignal. Genauso mit der Reifentemperatur, die habe ich auf 60 Grad Celsius gesetzt und wenn die überschritten wird, dann gibt es Alarm. So, das war im Grunde alles, was ich euch heute gerne zeigen wollte. Ich bin mir sicher, einige von euch werden sagen, das ist nichts für mich und andere werden sagen, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Es muss jeder für sich entscheiden. Das soll es für heute gewesen sein. Ich möchte mich wieder von euch verabschieden und sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal.